Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von meiner Reihe Ja, Editor, Tutorial, wie auch immer. Ich möchte euch ein paar Tricks eventuell zeigen, ein bisschen Erfahrungen, die ich gemacht habe, nahe bringen in Bezug auf diesen Editor. Im ersten Teil haben wir uns schon mal um die grundlegenden Einstellungen gekümmert. Was muss ich vorher schon in den Einstellungen ändern, damit es dann letztendlich losgehen kann, vor allen Dingen, damit ich mir die Arbeit möglichst einfach mache. So, wir waren jetzt hier, dass wir eine Kamerabewegung gemacht haben, von hier zur anderen Seite. Die flexible Kamera habe ich euch auch gezeigt, ne? Die dann quasi im Grunde genommen immer in eine Himmelsrichtung zeigt. Oder, ja, doch eigentlich schon, ne? So ungefähr. Wir haben hier einen kleinen Crash, da bin ich wohl irgendwo hängen geblieben im Außenspiegel. Ich setze mir jetzt mal hier einen Marker. Und zwar so, dass der Bruder hier einigermaßen im Bereich ist. Ich glaube, hier sind wir, glaube ich, ganz gut. So, wir setzen hier eine Markierung. Es ist die Frage, was machen wir in der Zeit? Lassen wir das einfach so hier auf flexibler Kamera laufen? Geteilte Meinung. Ich mache es mal folgendermaßen. Ich gehe mal hier hin in diese letzte Kamera. Sagt der, du hast einen Sand. Nee, einen Linearen. Macht einen Linearen, weil hier ist es ganz massiv, dass ihr mit diesem sanften Übergang Probleme bekommt. Wir können das ja mal kurz zeigen, um es einfach auch mal klar zu machen. Gesetzt dem Fall, ich nehme jetzt diese Kamera. Bearbeite die, ist ja wieder auf den Spieler gemünzt, ne? Machen wir mal raus, kein, bearbeiten und somit kann ich jetzt hier irgendwo hin, gesetzt dem Fall, ich würde das jetzt hier hin machen, also ich wollte jetzt quasi die Kamerabewegung von da nach da machen, also sprich von der Position hier vor der Kamera, vor dem Auto, oder hier war es, ne? So schräg davor, dass wir hier so reingucken, bis hier hoch. Sanft heißt, er fängt langsam an, geht auf eine gewisse Geschwindigkeit und tut diese Geschwindigkeit dann wieder absenken. Es kann jetzt gut passieren, ich weiß es nicht genau, habe es ja noch nicht gesehen, aber es kann jetzt gut passieren, dass ich hier mit einem sanften Übergang mächtig Probleme krieg. Oh nee, Moment, den kommt auf sanft, genau. Und hier gehe ich auch wieder hin und betrachte den Spieler, so dass er immer im Fokus bleibt. Und zwar in der gesamten Zeit von hier nach da. Ja? Mache ich das nicht, dann dreht er die Kamera zwar. Er hat auch am Anfang mich im Visier und hat auch am Ende mich im Visier. Aber die Rest dreht er dann gerade so, wie er Bock hat. Also sprich, wie die beste, der beste Weg ist für die Kamera. So. Würde dann so laufen, läuft im Durchgucken noch relativ gut. Ja, soweit so gut. Wenn ich das aber jetzt abspiele, mal gucken,
ist wahrscheinlich jetzt der Vorführeffekt. Das läuft wahrscheinlich jetzt 1A. Das ist schon Schwachsinn hier. Das können wir schon vergessen. Seht ihr? Er hält ihn schon im Bereich, aber hat am Anfang überhaupt nicht denjenigen im Visier, den ich da eigentlich im Visier haben will. Und bleibt dann anschließend auch auf dieser Kamera stehen. Und hier habt ihr auch jetzt im Moment gerade gesehen, wie dieser sanfte Übergang läuft. Denn die Kamera, die geht weiter, obwohl das Ziel überhaupt nicht mehr im Visier ist. Seht ihr das? Erst hier hat er dann das Ziel wieder im Visier. Das kann man so nicht lassen, ne? Definitiv. Wir gucken uns mal diesen Marker hier an. Manchmal ist es auch wirklich nicht zu verstehen, muss man wirklich sagen. Es ist eine freie Kamera. Er zeigt den Spieler oder er schaut auf den Spieler und er schaut auch hier auf den Spieler. Ja? Warum nimmt er hier den Spieler später aus dem Visier? Und das hängt meiner Meinung nach mit dieser sanften Überblendung zusammen. Denn wenn ich das jetzt hier auf linear stelle, hier stelle ich es mal ganz raus, hier brauchen wir nämlich keinen Übergang erstmal, dann seht ihr, wie der den weiterhin immer im Ziel behält und nicht verliert. Ja, genau. Ist jetzt ein bisschen langwierig, diese Kamerafahrt meiner Meinung nach. Bin noch am überlegen, ob ich das irgendwie nochmal unterteile. Könnte nämlich jetzt auch ohne weiteres hier einen Marker setzen. Erstmal warten, bis er geladen hat. Obwohl, den Marker kann ich auch so schon setzen. Und könnte jetzt hier dazwischen auch noch einen Marker setzen. Was aber jetzt nur bedeutet, dass hier Zwischenpositionen sind. Das heißt, ich kann nicht ohne weiteres die Kamera von dem und dem ändern, sondern ich brauche für eine ganz neue Kameraperspektive hier quasi noch einen. So. Also, das ist der. Und mal hier. Wo war denn jetzt? Ah, da. Genau. So, ich setze jetzt hier eine Kamera, eine Marke und setze hier davor noch einen Marker. Somit habe ich jetzt hier dazwischen eine gesonderte Szene oder ja, gesonderte Kameraposition, die ich dann nochmal extra belegen kann. Also Kamera, wir müssen dabei darauf achten, dass da jetzt hier kein Übergang ist. Hier. Aber wieder einer da ist. Wir setzen mal nicht den Spieler, sagen aber, dass er sich da mit ihm bewegen soll. Gehen auf Kamera bearbeiten. Jetzt komischerweise, da wir den Spieler nicht angewählt haben, können wir die Nähe zum Objekt, also sprich das Fahren, das ganz normale freie Fahren mit W und S vor und zurück, ne? Was wir normalerweise vor und zurück, müssen wir ja da mit dieser Pfeiltaste machen. Die Pfeiltaste hat im Moment überhaupt keine Funktion. Das hatte ich eben nicht erklärt, genau. Die Rechts-Links-Pfeiltasten kippen die Kamera nach rechts oder nach links, ne? Ihr könnt das auch da oben an den Markern einigermaßen gerade einstellen. So, jetzt nehme ich mir das hier. Schön mit dem Flair. Warum nicht? Bisschen hoch. Und gehe von hier aus. Die lassen wir mal so. Die hier nehmen wir auch wieder den Spieler raus. Nehmen den Übergang auf jeden Fall auch raus. Weil wir wollen ja von hier auf da keinen Übergang haben. Das muss ja dann wieder in der Umblendung einfach passieren.
ziehen das auch wieder ran und bearbeiten die Kamera jetzt auf 'Muss ich immer ein bisschen umgucken, wo eventuell was Interessantes ist. Wir können ja auch mal diese Kameraposition, wir können mal von da auf da wechseln. Mal gucken, vielleicht kommt es gar nicht schlecht. Gehen wir hier an diesen Punkt hier, kurz vor dem Kamerawechsel. Und spielen das mal ab. So, dann steigt die Kamera hier in die Höhe. Wir haben jetzt einen scharfen Wechsel und drehen uns hier runter und dann wieder nach oben. Genau. So, die gehen wir durch bis hierhin. Stopp, Pause. Gehen hier kurz dahinter. Den da vorne, den tun wir ja andotzen. Also, wir legen uns hier eine Kamera, einen Marker. Entschuldigung, Kamera, sorry. Egal. Kamera ab heute, Marker. Juhu. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, wen können wir denn da sehen? Den und den. Es geht sonst niemand. Ja? Also sprich, wir sind noch nicht im Einflussbereich von ihm hier. Definitiv. Das bedeutet für uns, dass wir den Marker mal ein bisschen weiter schieben. Ups, jetzt habe ich den natürlich hier auf 1 gestellt. Das ist natürlich Blödsinn. 2. Jetzt haben wir ihn. Gut. Da wir hier keine Überblendung haben. Moment, ich muss... Konzentration. Spiele. Mit Ziel bewegen. 2. Den Spieler mache ich erst nochmal raus, bearbeiten. Ich gehe mal in das Auto hier rein. Och, die haben getönte Scheiben. Nee, doch nicht. Keine getönten Scheiben. Da kommt er angefahren. Und hier erwischt er uns. So, dann wollen wir uns das mal angucken, wie das aussieht. Wir müssen die Position hier lassen, denn jetzt erst sind wir im Einflussbereich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein Stück zurückgehen könnten, aber ist eigentlich wurscht, wir lassen es so. Wir ziehen aber die Kamera hier bis da ran. Es geht auch nicht weiter, ihr könnt dann nicht weiterziehen, weil die Kamera ist ja hier dazwischen angesiedelt. Ne? Punkt. Ups, dahin bitte. So, und das bedeutet, wir gehen nochmal hier rüber, um das Ganze nochmal zu sehen. Obwohl, das haben wir ja schon gesehen. Gehen wir hier hin. Hier geht er immer noch weiter mit der Kamera raus. So, Blendung. Pum. Ich glaube, ich habe da nicht... Ja, genau. Was habe ich vergessen, Freunde? Genau, betrachtetes Ziel. Wir müssen den Spieler betrachten, ganz wichtig. Denn sonst sehen wir gar nichts von dem Crash. Gehen wir da ein Stückchen vor und sagen abspielen. Bumm, ja, da sieht die Sache schon anders aus. Okay. Stopp. Patsch. Bis hierhin. Hier sieht man verschwinden. Wir setzen eine Markierung. Kein Überblendmodus. Er nimmt, muss man auch eventuell wissen, er nimmt die Einstellungen von der vorherigen Kamera immer an. Das heißt, betrachtetes Ziel, so wie mit Ziel bewegen, Stativart, bleibt gleich der vorherigen Kamera angepasst. Das müssen wir aber rausmachen, klar. Brauchen wir nicht. Hier haben wir einen ganzen Haufen Spiele. Was ist das denn? Ach so. So, gut. Kamera bearbeiten. Das ist ja eine schöne
macht er jetzt? Da dreht er jetzt rum. Ja, ihr merkt schon, ich nehme diese Lens-Flare-Effekte ganz gerne mal mit, weil das sieht jetzt schon geil aus, aber das wird nachher im Rechenprozess, nach dem Rechenprozess noch viel geiler. Deswegen würde ich sagen, wir machen das mal so. Und dann... Bob, in dem Moment ist er rausgefahren, ne? Also, wir setzen hier mal einen Marker und sagen der Kamera... Bitte geh mal hier hin oder hier. Ah ja, genau, hier. So. Bedachtetes Ziel, können wir Spieler machen. Und hier auch. Das bedeutet, dass der drin bleibt, dass der einfach im Ziel bleibt. Würde er jetzt so machen, da wir keinen Übergang haben. Ne? Jetzt nehmen wir aber einen Übergang mit rein. Und hier können wir auch einen sanften Übergang machen, weil wir einfach noch nicht die Geschwindigkeit haben. Genau. Okay. Wir gehen zurück bis zu diesem Moment, wo der auf der Kamera überspringt. Vielleicht sollten wir die Tante da üben mit reinnehmen. Na, Herrgott. Warum nicht? Das mal raus, wie gesagt, immer besser zu bearbeiten, wenn wir nicht auf Spieler sind. Tante mal hier. Zupf. Geh mal ein Stück weiter. Genau, der fährt jetzt hier entlang. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt da nach vorne bewege, dann ist die Tante dann sofort wieder aus dem Bild. Mit den Pfeiltasten rechts, links könnt ihr in dem Moment, wenn ihr aus der Kamera rausgeht, also hier in diesem Modus, ihr seid in dem einen Marker drin und in den Optionen hier für diesen einen Marker. Ihr könnt auch, wie gesagt, pro Marker hier die Schärfentiefe und die Effekte und so weiter ändern. Das muss nicht generell immer alles gleich sein. Also ich könnte jetzt ohne weiteres, Moment, ich könnte jetzt ohne weiteres sagen, hier ab jetzt ist das Albuquerque oder Gonzo, ne? Wie auch immer. Aber wollen wir ja nicht, das nur kurz zwischendurch. So, im Moment haben wir Schärfe auf Person 2. Jetzt gehen wir zurück. Wenn ich jetzt den Pfeiltaste rechts-links drücke, passiert gar nichts. Ne? Ich muss also einmal mit der Maus kurz bewegen. In dem Moment gehe ich in diesen Spulen-Modus, so nenne ich das mal. Und wenn ich jetzt weiterziehe, könnte ich jetzt hier sagen wir mal, mache ich eine Markierung, genau bis dahin, wo der geht und sagt dann hier Markierung, Kamera. Ich will die Kamera bearbeiten. Will mal ein bisschen ranzoomen. Dreh die Kamera auch hier rüber. Sag nicht betrachtetes Ziel, denn wenn ihr zwischen zwei Kamerapositionen, also zwischen zwei Kamerawechseln, einmal kein Ziel betrachtet und dann auf ein Ziel wechselt, dann kann das immer zu Problemen im Video nachher führen. Zu ganz kurzen Mikroruckeln, weißt du, so ganz kurz, dass er quasi so, oh, ich soll ja den beobachten, klack, und dann darüber.
kriegt ihr später nicht mehr raus, fällt euch erstmal vielleicht gar nicht auf, aber wenn ihr das Video dann im Endprodukt 2-3 Mal gesehen habt, dann merkt ihr, oh Mist, was war denn das? Wo kommt das her? Ne? Heißt also für euch im Grunde genommen, das Ziel hier nicht unbedingt in diese Option umstellen. So, wir gehen aber jetzt hier auf die Schärfentiefe und sagen dem, auf dem zweiten sollst du nicht den Fokus auf die 2 haben, sondern den Fokus auf den Spieler. Und schon haben wir das hier scharf. Heißt auf Deutsch, nochmal kurz hier hin, weil es so schön einen Flair-Effekt hat. Schwupp. Und umschalten auf die Tante. Oh, habt ihr es gesehen? Es hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Immer schön analysieren. Analyse. Kommt von Analyse. So. Überblendmodus, keiner, ist klar, ne? Also wir brauchen hier schon einen linearen Überblendmodus. Der soll gleichbleibend sein. So, jetzt nochmal wieder abspielen. Und dann war es auch scharf. Habt ihr es gesehen? Es ist aber nur ein ganz kurzer Moment, ne? Man macht sich dafür 2 Sekunden. Macht man sich da verrückt. So, gut. Stopp. Wo sind wir? Da sind wir. Und jetzt können wir mal gucken, was haben wir hier als nächstes. Ja, das da ist ja eigentlich, ne? Könnte man ja mal so zwischen den Autos hier. Wobei, wie gesagt, wir immer auf die Entfernung angewiesen sind. Und ich möchte gerne diese Spielerkamera komplett weglassen. Die möchte ich eigentlich überhaupt nicht benutzen. Ja, also hier schaltet er um. Das heißt, ich muss hier einen Marker machen. Den habe ich ja auch gemacht. Dahinter mache ich direkt wieder einen, weil ich will ohne Überblendung quasi eine neue Kamera machen. Hat keinen Überblendmodus, weil die letzte Kamera keinen hatte. So. Ich gucke mich um. Body Shop. Probieren wir mal was anderes. Und zwar bewegen wir uns mit dem Ziel, mit dem Spieler, flexibel. Gehen aber hier Markierung hinzufügen. Die Kamera ist der vorherigen Kamera angepasst. Es bewegt sich mit Spieler, ist flexibel, wie gehabt. Jetzt gehen wir hier dazwischen. Wobei, wie gesagt, wir da auch ein kleines Problem haben könnten, denn wir kommen von hier oben. Würden wir jetzt die Kamera ganz hier runtersetzen, würde er das nicht machen. Warum? Weil er an dem Auto nicht vorbeikommt. Ja? Also wir können es hier mal kurz testen. Abspielen. Oh doch. Warum? Weil wir keinen Übergang haben. Wir haben keinen Übergang, wir haben keinen Übergang. Zurück, zurück, zurück. Es ist elend, es ist elend. Jungs, umso mehr Kameras da drin sind, umso länger werden diese Ladezeiten. Ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich das gut füllen kann. So, linear. Wir spielen nach. Ging gerade so. Er ist hinter dem Auto rüberge. Ich habe so manchmal auch das Gefühl, die Kamera, die probiert dann noch einen Moment, irgendwie da dran vorbeizukommen. Und da sich die Szene ja weiterhin ändert, kommt er dann irgendwann, flutscht er da dran rum. Aber Gebäude zum Beispiel oder so, da geht die Kamera definitiv nicht durch. Wenn euch da irgendwas im Weg steht und wenn es auch nur ein Pfahl ist, dann springt er zwischendurch auf diese Spielerkamera zurück. Ja, das werden wir mit Sicherheit auch noch erleben. Wir machen einfach mal weiter. Ich würde aber gerne diese Kamera trotzdem ändern. Und zwar, die soll ein bisschen höher. Mit E können wir die Höhe verändern. So, betrachtetes Spiel ist der Spieler. Betrachtetes Ziel ist der Spieler. Das heißt, wir gehen von hier aus zwischen die Autos
Und von den Autos würde ich sagen, bis hierhin wir tun wieder eine Markierung hinzufügen. Wir gucken ja den Spieler an, deswegen müssen wir wieder mit der Pfeiltaste nach vorne. Hierhin. Ich immer noch das Leave-Kennzeichen von dem Leave-Video, was ich gemacht habe. Geht's noch weiter runter? Nee, geht's nicht. So. Wenn ich jetzt hier spiele, kein Spieler spiele, dann wird er das nochmal ändern, ja? Würde ich euch auch empfehlen. Denn mir ist aufgefallen, dass zwischendurch die Szenen auch verruckeln, wenn wir zwar betrachtetes Ziel Spieler angegeben haben, wir aber im Nachhinein, jetzt ist ja Spieler angegeben, ich sage aber jetzt so, hab ja den Spieler immer noch im Visier. Und es steht hier nach wie vor betrachtetes Ziel Spieler. Ja? Das heißt, wir haben wieder keine Überblendung. Das heißt, ihr werdet das jetzt sehen, auch wieder mal kurz testen. Keine Überblendung, linear. Ah, nee, er macht's. Aber Moment, was er im Spulen macht und was er nachher letztendlich im fertigen Video macht, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ah, es geht, es geht. Komischerweise ist heute Vorführeffekt, oder was? Ist heute Vorführeffekt wahrscheinlich. Gut. Von hier aus möchte ich, dass er quasi durch die Kamera durchfährt und die Kamera ihm nur folgt. Markierung hinzufügen, ganz ran. Einfach nur rangehen. Betrachtetes Ziel Spieler, aber nicht mehr mit ihm bewegen. Ja? Was dann folgendermaßen aussieht. Ja, Freunde. Da drehst du manchmal am Rad. So. Schwupp, ne? Kam mir ein bisschen abrupt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das gerne ein bisschen weiter vorne. Und zwar in dem Moment, wenn er die Position erreicht hat. Also, was ich noch nicht gesagt hatte mit Ü und diesem Plus. Ne, Ü und das Plus neben Ü oder Sternchen oder was auch immer, Welle. Ne? Mit dem Plus auf der normalen Tastatur, nicht auf dem Ziffernblock, könnt ihr zwischen den einzelnen Markern hin und her springen. Ü nach links und Plus nach rechts. So, dieser Punkt jetzt hier, den ich jetzt hier im Moment habe, den möchte ich zurückschieben auf den Wert. Na ja, gut, da habt ihr jetzt einen Übergang bzw. ein Zucken, weil die zweite Kamera da fehlt. So, was war das jetzt? Moment. Kamera außer Reichweite. Er zeigt also auch immer an, wo das Problem liegt. Gut, alles klar, so können wir es lassen. Da war ein schönes Cabriolet, da könnte man schön rausfilmen draus. Es ist halt ein bisschen nervig, wenn ihr mit einem Auto Vollgas durch die Gegend rast und dann hier verschiedene Kameras frei versetzen wollt. Dann seid ihr entweder drauf angewiesen, dass ihr dem Ziel folgt, wie wir das eben gemacht haben, ne? Und dann dementsprechend, zum Beispiel jetzt hier, ne? Es dauert ja noch einen Moment, bis er. Warte mal, ich will das mal mit der Pfeiltaste mal, weil das ist das langsame Vorspulen. Hier springt er rum, ne? Wenn ihr jetzt hier auf Verfolgen macht und macht, also quasi am letzten Frame, bevor er rausspringt, und macht dieses sanfte Verfolgen, dann wird er dieses sanfte Verfolgen erstmal nicht machen. Er wird also auf die Spielerkamera springen und erst dann, wenn die folgende Kamera in eurem Bereich wieder ist, dann wird er darauf wieder wechseln. Wir können uns das mal kurz angucken. Ich bin jetzt hier auf dem letzten Frame, ich mache eine Markierung und sage ihm jetzt, so, bitte, bitte wieder dem Spieler folgen.
Der Überblendmodus, ups. Der Überblendmodus, den machen wir jetzt mal sanft. Ich muss ja unbedingt irgendwas finden, was da nicht funktioniert, so wie wir es wollen. Ne? Also ich wollte euch ja auch ein bisschen zeigen, wo hier die Tricks und Kniffe liegen. Auch das funktioniert. Ich drehe durch. Normalerweise funktioniert das so nicht. Weil er, wie gesagt, ich muss mir das nochmal angucken, was ich hier jetzt gemacht habe. Spieler, flexibel, geht ja nicht anders, ne? Weil wir folgen dem Spieler, geht nur flexibel. Sanft, Überblend, Übergang an. Ja gut, das kann auch mit diesem Übergang hier zusammenhängen. Ist eigentlich sogar eine sehr schöne Kamerafahrt, finde ich. Ich will mir das nochmal ganz komplett angucken, wie es jetzt aussieht, was wir bis jetzt mit diesen, wie viel sind es eigentlich? 22 Kameras. Ja. So, hier kurz gebabbelt. Um was geht's? Zack, aus dem Auto raus, einmal durchgefahren. Und wie gesagt, nicht dauerhaft diese schnellen Übergänge, meiner Meinung nach. Ne? Das muss auch jeder selber wissen letztendlich. Aber ich finde diese, gerade wenn man mit dem Auto rumfährt, diese dauernden schnellen Übergänge, das nervt mit der Zeit. Lieber sowas, was dann über eine längere Phase geht, ist entspannender zu gucken. Ne? Man muss natürlich auch Action dabei haben. Genau, so sieht's mal aus. So, gedreht. Und weiter geht's im Text. Die Tante mit dem Handy. So. Gut. Ich würde fast sagen, das lassen wir erstmal so. Denn auch die letzte Phase hier fand ich eigentlich relativ entspannend, wenngleich ich das auch eigentlich so sehr ungern mache. Also die Kamera hier bis dahin, klar. Dann haben wir hier komischerweise einen Kamerawechsel, was eigentlich gar nicht soll. Ist mir eben gar nicht aufgefallen. Da wechselt er auf diese. Und das ist eigentlich Blödsinn, das soll er nicht machen. Denn er sollte ja von hier aus direkt die Kamera wechseln. Also, wir gucken mal, was ist das für eine? Die ist es nicht. Plus, die ist es auch nicht. Denn die ist es, genau. Jetzt gehen wir hier in die Kamera rein, bearbeiten. Und es kann natürlich, nee, wohl, es kann nicht. So. Ran. Ein bisschen zurück. Ein bisschen hoch. Ich glaube, so ungefähr war sie. Und zurück. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Das kommt schon eher, finde ich. Und jetzt kann man da auch quasi wieder die Verfolgung aufnehmen. Jetzt möchte ich mir aber doch nochmal gerade angucken, wie das jetzt hier aussah. Da, seht ihr? Er ist hier ganz kurz auf die Spielerkamera umgesprungen. Also hier ist er rausgefahren, auf die Spielerkamera umgesprungen und dann hat er die Verfolgung quasi wieder aufgenommen. Jetzt kann man natürlich sagen, hey Junge, das fängt kein Mensch auf, weißt du wie. Aber ein bisschen perfektionistisch bin ja schon ein bisschen, weißt du. Konkret. Wenn ich das jetzt ein Stück weit vorziehe, würde das dann funktionieren? Ja. Und dann holt er den quasi ein. Finde ich eigentlich ganz, ganz entspannt. Wie gesagt, man muss auch ein bisschen gucken, wie die Leute das dann auch anschauen können. Ne? Wenn das, ich habe Folgen gemacht, wo ich wirklich sagen muss, es waren halt nun mal sauschnelle Folgen. Da ging es nur um möglichst schnell irgendwelche Sachen abzufahren, ne? Diese LKWs da zu zerstören. Und dadurch, dass ich da relativ fix unterwegs bin die ganze Zeit, habe ich auch
dauerhaft wieder, immer wieder diese kurzen Übergänge. Und diese kurzen Übergänge, wenn ich mir das dann zum Schluss so angucke, denke ich manchmal, das ist einfach zu schnell, das ist zu hektisch. Aber wir lernen im Grunde genommen nie aus, ne? Es geht immer weiter. Und dabei möchte ich es auch eigentlich belassen. Wir gehen jetzt mal hier zurück. Er fragt mich, will ich das jetzt speichern? Ne? Die Änderung, die ich im Projekt vorgenommen habe, ja, das will ich. Und somit haben wir unsere erste Szene. Die zweite Szene, da kommen wir jetzt so langsam Richtung Mission, beziehungsweise, ja, doch, ist ja schon da in der Nähe, nur blöderweise habe ich mich da noch ein bisschen verfahren. Aber dadurch, dass wir auch eine Konversation dazwischen haben, also sprich da auch gebabbelt wird zwischendurch, kann ich natürlich eigentlich von dem gesamten Paket nichts rausschneiden, nichts weglassen. Könnte ich schon machen, indem ich einfach sage, alles klar, komm her, ich schneide dann einfach das Stück aus meinem Video, das ich ja nochmal, wie gesagt, mit Playclaw aufgenommen habe, raus und gehe dann später mit der Kameraperspektive weiter. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, wenn ich die mit dem Rockstar Editor bearbeite, dann will ich sie auch komplett bearbeiten. Das heißt, eigentlich soweit es geht, mit dem Editor bearbeitet. Gut, ich würde sagen, es freut mich extrem, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann freut es mich noch ein bisschen mehr. Ihr könnt was in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch irgendeine Sache, die mir noch gar nicht aufgefallen ist, die ihr aber wisst. Ich halte mich hier nicht für den Alleswisser, um Gottes Willen. Wenn ihr sowas habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würde mich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Bleibt gesund.